Happy Halloween, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten. Herzlich willkommen zum Halloween Special 2021. Herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's 4. Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Die Facecam ist größer. Hat ungefähr die gleiche Größe wie bei FIFA. Dürfte eigentlich passen. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel. Das möchte ich vorneweg bitte mal erwähnt haben, dass ich überhaupt nicht dieses Spiel spielen möchte. Aber ich möchte euch natürlich ein extra gruseliges Halloween bescheren. Und deshalb stehen wir heute Five Nights at Freddy's 4. Ich hoffe, ja, dass ihr morgen nichts allzu Wichtiges vorhabt, weil ich vermute mal, das Spiel wird uns wieder mal die Nacht rauben. Wir werden heute wahrscheinlich kein einziges Auge zumachen, vor allem ich nicht. Aber dafür spielen wir das Spiel ja, um uns zu gruseln, um keinen Bock mehr auf die Nacht zu haben, um einfach zu sagen, hey, ich vernichte mir heute die Nacht, indem ich mir einfach heute Five Nights at Freddy's 4 anschaue, ja? Ich zerstöre mir den Abend heute mit FNAF. Ne, das wird bei mir so sein, das wird bei euch so sein, oder beziehungsweise bei den meisten von euch. Und ja, wir stürzen uns auch direkt in die vierte Nacht. Ja, ich habe ein paar Testaufnahmen gestern gemacht. Ich habe es bis 3:30 maximal geschafft. Normalerweise war schon um 1 Schluss. Ich habe die ganze Zeit so gemacht, weil ich keinen Bock auf den Jumpscare hatte. Das wird heute anders. Allerdings habe ich trotzdem unter mir die Uhr liegen. Das heißt, ich werde eher mit dem Blick nach unten gucken, weil ich auch immer hören möchte, wo jetzt was ist. Und deshalb hoffe ich, ihr könnt mir da ein bisschen verzeihen. So, ich werde wahrscheinlich nicht reden während des Spiels. Das heißt, ich werde auch die Tonspur stumm schalten während der Nacht. Werdet ihr von mir nichts hören, einfach damit das Feeling besser ist. Damit mein Gelaber das Ganze hier nicht überspielt. Und ich würde einfach sagen, hey, ohne viel rumzuschnacken, continue Night 4. Los geht's. Rechts. Ah, man sieht's nicht. Habe ich das Licht so früh angemacht? Ich habe die ganze Zeit was gehört, aber ich habe ihn erst laufen gehört, als ich zur Tür bin. War es schon zu spät? War Chica schon im Raum? Also wäre ich so oder so jetzt getötet worden? Also von Chica oder von Cupcake? Oder habe ich jetzt einfach das Licht so früh angemacht? Also ich glaube, ihr wisst jetzt inzwischen, wie das Prinzip läuft. Ich gucke halt unten so ein bisschen auf mein Handy, auf die Stoppuhr. Eine Stunde in der Nacht geht ungefähr eine Minute 7. Golem startet, wenn ich wach bleibe. Und zwischen den Nächten würde ich einfach ein bisschen mit euch talken, ein bisschen analysieren natürlich. Das Video soll ja auch zur Unterhaltung dienen. Also es ist ja nicht nur, dass wir stumpf irgendwie versuchen, die vierte Nacht zu schaffen. Ob wir das Spiel heute durchspielen, weiß ich gar nicht.
Ich gucke einfach mal, wie schnell wir sind. Übrigens, das war jetzt Versuch Nummer 1. Ich werde 5 Versuche machen und ab dann werde ich nur noch die besten Highlights zeigen und natürlich dann auch den Versuch, den wir geschafft haben. Je nachdem, wie lange es gedauert hat, werde ich heute nur nach 4 spielen. Und wenn ich jetzt im dritten Try nach 4 schaffe, was komisch wäre, dann spielen wir natürlich auch nach 5. Also, viel Spaß. Zweiter Try nach 4. Rechts. Was ist links? Ja, lass die Tür zu, du Vollidiot. Er ist weg. Foxy. Oh, Junge. Muss gereicht haben. Muss gereicht haben. Wo, wo, wo? Angeleuchtet. Warum hat er mich denn jetzt getötet? Warum hat er mich denn jetzt getötet? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Jungs! Ach, ich bin doch so ein Trottel. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein dummer Vollidiot. Warum leuchte ich? Ich kann doch auch den Schrank zumachen vor mir. Ich kann doch auch vor mir zumachen. Ups, es war kurz vor 3. Sag mal, ich kann doch auch vor mir den Schrank zumachen. Warum habe ich mich denn jetzt von ihm töten lassen? Das war ja mehr als dämlich. Er wird dir wahrscheinlich auch tausendmal in den Kommentaren stehen. Junge, mach den verfickten Schrank zu. Ah, scheiße. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich den ja auch zumachen kann. Und ich glaube, wenn dieser Foxy Jumpscare kommt, also wenn der halt da steht mit dem Maul noch draußen, dann muss ich einmal machen, dass er mich erschreckt. Also einmal anleuchten und dann den Schrank zumachen, bis er wieder zurückgeht. Ich bin so ein dummer Vollidiot. Ich bin so ein dummer Spast. Wieso bin ich denn nicht auf diese Idee gekommen, den auch zu... Ach Gott. Ja, das ist halt, wenn man so nervös ist, ne? Ich hab wieder diesen gemacht, ich hab's gemerkt, aber weil ich einfach nicht wusste, wer tötet mich jetzt? Werde ich jetzt von Chica getötet, weil ich jetzt an der Tür nicht gehört habe?
weil ich auf Foxy und Freddy konzentriert war. Und weil diese Freddles ja auch ziemlich ekelhaft sind. Ach kommt Leute, ich war kurz vor drei. Ernsthaft? Na gut. Versuch Nummer drei. Links. Junge, ich hab ihn nicht gehört. Habt ihr ihn atmen gehört? Habt ihr was gehört? Nee, ich auch nicht. Junge, ich hab nur gehört, wie der jemand gelaufen ist. Hab ich jetzt wieder zu früh das Licht angemacht oder? Oder was ist los? Ich hab doch extra noch gewartet, ob ich was höre. Ich hab nichts gehört. Och Mann, Bonnie ist echt kacke zu durchschauen. Chica habe ich jetzt so ein bisschen kapiert, aber Bonnie? Also Corrupted hat ja mit Chica ein Problem, ich habe jetzt mit Bonnie ein Problem. Er meint, es sind ja auch die scheiß Freddles hinter mir, ne? Diese komischen Freddys da. Die sorgen einfach dafür, dass das Timing im Arsch ist. Mann, das ist doch scheiße. Ist doch einfach scheiße, sowas. Mann, werde ich nach 4 jemals überhaupt schaffen? Naja, gut. Vierter Versuch. Rechts. Freddy. Was? Junge, wie schnell soll ich denn bitte reagieren? Was ist los? Warum hat er mich denn jetzt getötet? Mit Bonnie hab ich... Boah!
Ich würde sagen, ich beende das Let's Play nach 10 Versuchen, weil... Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich von Bonnie jetzt getötet werde. Sag mal, was war los? Ich habe überhaupt nichts gehört. Also doch, ich habe schon was gehört, aber der hat mich ja getötet, als ich bei Chica weggeschaut habe. Oder mich umgedreht habe von Freddy, ich weiß es ja noch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist sehr dunkel bei mir im Zimmer, aber ich weiß nicht, ob man... Und ich weiß nicht, ob man... Eieiei, mein Herz, ey, ich krieg einen Herzinfarkt, von dir so spielen. Ja, sie haben einen Herzinfarkt, was haben die denn gemacht? Ja, ich habe Five Nights at Freddy's 4 gespielt. Okay. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich keine Horrorfilme gucke, weil ich hasse so etwas. Boah! Okay, jetzt habt ihr mal live mitbekommen, wie es ist, wenn ich einen Jumpscare kriege, auf den ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Boah, warum wurde ich denn jetzt getötet? Was war denn jetzt los? Ich hab das nicht verstanden. Ich hab das ehrlich nicht verstanden, was gerade passiert ist. Vielleicht kann einer von euch das unten in den Kommentaren analysieren, was hier gerade passiert ist. Hab ich ihn vielleicht doch überhört und hab so lange bei Chica gebraucht? Ne? Hab ich bei Freddy zu lange gebraucht? Vielleicht könnt ihr mir auch Tipps und Strategien für Nacht 4, weil wie es aussieht, werden wir in diesem Halloween-Special einfach nur eine Collage haben, wie ich mich erschrecke und wie ich die Nacht nicht schaffen werde. Also, letzter Versuch live, alles weitere. Ich werde jetzt noch 5 weitere Versuche dann machen, dann das Let's Play beenden. Wenn ich es nicht geschafft habe, na, dann ist das halt so. Dann ist es eher ein Halloween-Fail, anstatt ein Halloween-Special. Aber muss ja auch mal sein, ne? Also, 5. Versuch, los geht's. Links, was? Warum so schnell? Junge! Wenn ich hier wieder getötet werde. Ich habe was gehört, links. Rechts. Was war nicht mal was? Links. Verpiss dich, Bonnie. Nein. Warum jetzt schon? Aha! Was? Links! Oh!
schnapp! Ich hab recht was gehört. Oh! Verpiss dich! Es war 3 Uhr. Es war fucking 3 Uhr. Ich bin immer hektischer geworden. Scheiß Dreck. Jetzt habe ich Foxy mal endlich verstanden, ne? Und dann werde ich von ihm getötet. Ach, Bonnie, du Drecksau. Mann, ist da zweimal auch sehr, sehr knapp, weil ich halt auf. Brauche ich bei Foxy zu lang? Oder was ist los? Oh, sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus, ne? Weil fünf Versuche gebe ich mir noch. Wenn ich das in diesen 5 Versuchen nicht schaffe, dann ja, ist es halt so. Ich werde das im 5. Versuch noch einen Versuch machen und wenn das dann geschafft ist, werde ich dann diesen Versuch zeigen. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, seht ihr ab jetzt nur noch einen Zusammenschnitt aus den besten Folgen der letzten 5 Versuche in Nacht 4. Wenn es nicht klappt, dann soll es so sein, dann ist es so, dann muss ich mal gucken, wann ich den nächsten Versuch mache. Es ist auch ein bisschen spät jetzt langsam, also was heißt... What's been happening lately? Wird ja dann langsam wieder was später. Das heißt, ja, ich werde auch langsam unkonzentriert. Was, ja, glaube ich, mir keiner übel nehmen kann bei der Chose hier, ne? Aha, zweimal Bonnie, ich glaube Chica einmal, ne? Einmal Foxy. Das war der andere Versuch, weiß ich schon gar nicht mehr. Da war ich jetzt schon zweimal, dreimal Bonnie, weiß ich gar nicht. Doch, war dreimal Bonnie, weil das erste Mal war es ja auch eher. Ja, okay, gut. Ist halt so, ne? Bloß nicht auf New Game drücken. Kein Bock, das Ganze nochmal zu spielen. Boah! Ja. Ab jetzt seht ihr einen Zusammenschnitt aus den besten 10 der letzten 5 Folgen. Und, ja. Gut, dann viel Spaß mit einem quasi Best-of von Five Nights at Freddy's 4 Nacht 4. Viel Spaß dabei. Rechts. Rechts.
Als ob der einfach nicht atmen muss. Nee, Bonnie braucht das nicht. Bonnie, Luft ist für ihn, kennt er nicht, braucht er nicht, will er nicht. Bah! Versuch Nummer 7. Rechts. Rechts? Ja. Jetzt war's Freddy, ich könnte kotzen. Ich hab doch ständig nach dem geguckt. Nein! Du bist doch ein verfickter Wichser, du Hurensohn, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann, dabei habe ich mir doch gerade eine Strategie zugelegt. Und dann versaut er mir alles. Mann, meine ganze Strategie ist im Arsch. Versuch Nummer 8. Was? Warum jetzt schon? Junge, die Nacht hat erst angefangen. Als ob. Als ob. Penner, du Penner, du Penner, ich konnte... Mann, ich hab das jetzt nicht auseinanderhalten können, ob das mein Kopfhörer ist, der quietscht. Wegen dem. Ausreden bringen nichts mehr, ich bin tot. Mann, es war nicht mal eins. Oh. Warum ist diese Scheiße denn so schwer? Oh. Warum ist die Scheiße denn so schwer?
Wer hat sich diesen Schrott ausgedacht? Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Mann. Oh Mann, ich konnte jetzt... Ich kann euch aber sagen, was gerade passiert ist. Ich habe manchmal so meine Kopfhörer. Die haben hier so eine Art... Ja, so eine Art Leder, sag ich mal. Und das so ein Stoff oder Leder. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall quietscht das so manchmal so ein bisschen, wenn sich das bewegt am Ohr. Und ich konnte nicht auseinanderhalten, ob das jetzt wirklich Bonnie ist oder mein Kopfhörer. Letzten Endes war es Bonnie, der mich dann scheinbar so lecker fand und ne, mich dann erst mal weggemacht hat. Ach, das ist doch echt zum Kotzen. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich würde kotzen am liebsten. Hei. Also, wie ihr jetzt übrigens merkt, habe ich es ist ein reines Best-of jetzt gerade. Also, das, was hier gerade passiert, das ist echt nicht mehr witzig. Das ist echt nicht mehr witzig. Ihr könnt echt froh sein, dass ich das gerade nicht live streame, auch wenn wahrscheinlich keiner zugucken würde. Aber das ist echt gut, dass das kein Livestream ist, glaube ich. Also, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich jeden weiteren Versuch jetzt auch drin habe. Ja. Ey, das ist doch echt so zum Heulen. Das ist zum Heulen. Ich würde am liebsten nur heulen gerade. Ich könnte jetzt auf der Stelle anfangen zu weinen, aber bringt ja nichts. Es ist ja nach wie vor nur ein Computerspiel. Können wir uns darauf einigen? Es ist nur ein Computerspiel. Oh, trotzdem ist das so ein Kotzen, ey, das ist doch nicht wahr. Und nur weil ich jetzt dachte, und warum so schnell? Weißt du, der eine 10 Sekunden, das Spiel geht los und sofort Chica und dann rennst du auf die andere Seite und wirst dann einfach getötet. Aber okay, gut, weiter mit Versuch Nummer 9. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ihr seht, das Ganze ist nicht kein Zusammenschnitt, weil jetzt nur noch Scheiße passiert. Also die letzten 2 Versuche müsst ihr jetzt auch noch mit mir ertragen. Ich lasse euch leiden, genauso wie ich leiden werde. Obwohl ihr abschalten könnt, das ist so unfair. Ihr könnt das Video einfach sofort beenden, ne? Machst du Alt F4 und weg ist es. Nee, und ich muss hier durchhalten. Wo ist hier die Fairness? Wo ist hier die Fair? Aber gut, das Leben ist nicht fair. Ich wette... Ne? Nee, warte mal, wie ging der Spruch? Das Leben ist nicht fair. Ihr verehrter Vater hat das gewusst. Jeden Vater hat also oft... Dafür. Hey, jetzt fallen mir schon mal nicht unter Strom. Ich kann nicht mehr reden. Jetzt fallen mir nicht mehr die Harry Potter Zitate ein, aber okay. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte. Ihr verehrter Vater hat das gewusst, jedenfalls hat er dafür gesorgt, so oft es ging. So, jetzt habe ich es aus Harry Potter 6, glaube ich, war das. Harry Potter und der Halbblutprinz. Nee, war Harry Potter und der Orden des Phönix. Da, wo Harry Potter die Oklumentik gelernt hat, bei seinem Lieblingslehrer. Gut genug Harry Potter. Zurück zu FNAF. Obwohl ich jetzt liebend gern Harry Potter spielen würde. Wäre wesentlich angenehmer. Ich hab ihn doch gehört! Ich muss zur Tür! Ist er drin?
Oh! Nein, auf beiden Seiten! Was mache ich? Ich werde doch jetzt... Nein. Freddy. Freddy. Nein, Foxy! Wer jetzt? Oh ja, die ist halt auch behindert. Weg, weg, weg! Nein, ich hab Bonnie gehört. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Foxy, 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 Foxy. Chica, Chica, Chica. Ich hab's recht gehört. Was? 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 Freddy. Links. Oh! Freddy, Freddy, Freddy! Nein! Es war halb vier, es war halb vier. Ach, kommt Leute. Aber manchmal ist das Timing auch so scheiße. Also man braucht da echt Glück bei dem Spiel. Nee, irgendwie wird das nichts in diesem Halloween-Special. Ach kommt Leute, kommt, das ist doch einfach nur zum Kotzen. Einfach nur 6 Minuten überleben. Einfach nur 6 Minuten überleben. Ey, könnt mir gerne Strategien in die Kommentare schreiben, da wäre ich sehr dankbar. Vielleicht schaffen wir das in einem anderen Special mal. Aber... Oh, fuck. Ey. Absolut krank. Und dann soll ich noch eine fünfte Nacht machen, die noch schwieriger ist. Ey, wie ist das, wenn ich überhaupt nach vier mal irgendwann gebacken kriege? Ach Leute, ach kommt, okay, letzter Versuch in diesem Video. Am Arsch. Als ob. Junge! Dreh dich doch um, wenn ich dir sage. Okay, dass unser letzter Versuch um 12:30 scheitert, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, ich würde sagen, ich habe genug rumgebrüllt für heute Nacht. Ich habe alle meine Nachbarn, glaube ich, jetzt aufgeweckt. Die werden jetzt erstmal Klage bei der Polizei einreichen, aber das ist mir scheißegal. Ja, wir haben es nicht geschafft. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Ich werde auch dieses schreckliche Spiel jetzt beenden. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was zum Lachen hattet, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen, ob ihr eigentlich meint, dass das, was ich gemacht habe, eigentlich schon richtig war, nur dass ich halt übelst verarscht wurde von den beiden. Oder ob ihr Strategien habt, wie habt ihr Nacht 4 geschafft. Ich habe das Let's Play von Corrupted
geschaut zu Five Nights at Freddy's 4. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich gucke mir das jetzt auch gleich nochmal an. Und vielleicht in einem anderen Special irgendwann mal am Freitag, dem 13. oder so, zocken wir mal eine Runde Five Nights at Freddy's 4. Da allerdings wahrscheinlich dann nur 5 Versuche und nicht 10 wie heute. Das ist einfach ein Halloween-Special, deshalb sollte es was Besonderes werden. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Ich werde jetzt erstmal beim Herzchirurgen anrufen. Ich werde jetzt erstmal bei meinem Herzchirurgen anrufen und fragen, ob das gesund ist, was ich gemacht habe, oder ob ich heute Nacht sterben werde. Wenn, ja. Morgen nehme ich dann FIFA auf. Switch, wesentlich angenehmer. Eieiei, nee, heute Abend nehme ich kein Video mehr auf, sonst steigen mir meine beiden Mitbewohner aufs Dach, was ich auch völlig verstehen kann. Um 9:45, wenn hier jemand wie so ein Geistesgestörter, ne, rumschreit wegen einem Computerspiel. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wäre schön. Ich kann nicht mehr reden. Daumen nach oben wäre schön, Kommentar wäre auch schön. Ihr könnt gerne das Abo reinschallern, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Videos von mir sehen möchtet. Die Glocke auf keinen Fall vergessen zu aktivieren, dann werdet ihr immer als erstes benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr heute Nacht noch angenehm schlaft. Das Video wird am 31. Oktober um 19 Uhr online gehen. Dann ist es nämlich auch schon dunkel und dann könnt ihr euch schön die volle Dröhnung reinziehen, so wie ich es gemacht habe. Ich habe hinten noch ein kleines Licht angemacht, dass ihr mich sehen könnt. Ja, euch empfehle ich das Ganze natürlich völlig im Dunkeln, am besten noch alleine und am besten gewittert es auch noch am 31. Oktober. Das wäre sehr schön, dann habt ihr nämlich die volle Dröhnung. Das Gewitter blieb mir Gott sei Dank erspart. Ja, ich höre auf zu labern. Wie gesagt... Es sollte nicht passieren, es sollte nicht passieren. Das hätte mich auch schwer gewundert. 10 Versuche gemacht, der weiteste ging bis um 3:30. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer das sein wird. Bis dann und tschüss.